Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2. Es wurde sich die OMSI Airport Map gewünscht, dass ich die mal fahre. Und das machen wir heute mit einem speziellen Gefährt, denn ich habe von dem Lieben, also sein YouTube-Kanal heißt VHH in OMSI 2. Ja, von dem lieben Herren, ich weiß leider nicht sein Vorname, aber von dem habe ich dieses Repaint unter anderem bekommen und zwei andere. Die sind privat, sag ich vorweg, Jan Bode. Man merkt, die sind jetzt nicht tausendprozentig perfekt, so. Die Bilder sind natürlich etwas unscharf, schärfer, ja, und sowas. Aber ich meine, ist vollkommen in Ordnung. Ist auch nicht einfach, sowas zu machen. Also ich finde das Repaint gut gelungen, muss ich sagen. Ich finde den Bus in echt auch ziemlich cool eigentlich. Wobei, was ich mich frage, ist der wirklich weiß von oben? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der weiß ist von oben. Ist er nicht dann auch eher in Grau? Naja, ich habe keine Ahnung. Das ist jedenfalls unser Bus heute. Ja, gelbe Matrix passt natürlich nicht. Ist aber so. Sag mal, wie viele Verstärker haben wir jetzt? Wir haben den hier. Ich glaube, der ist unser Verstärker. Weil ich habe auf jeden Fall einen Verstärker drin gelassen. Der aus von der XAVG hier. Oder kommt der sogar von der AVG aus Alheim, Laurensbach hier aus Alheim? Ich weiß es nicht. Ich komme hier extra, sagen wir mal, das ist der Hamburger Flughafen. Und ich komme hier, weil ich geschickt wurde. Was total unrealistisch ist. Aber egal. Die brauchten dringend einen Bus. Ich weiß gar nicht, wie realistisch das Piepen ist. Ich glaube, die Solos haben das nicht. Der ist ja auch von 2010, also der hätte eigentlich auch eine gelbe Innenmatrix, hat er in dem Fall aber nicht. Ich glaube, die Stangen sind auch etwas zu hell. Bei den 2012ern ist das sogar so. Aber bei den davor sind die, glaube ich, etwas dunkler noch. Naja, gut. Ist aber nicht schlimm. So, wir stellen mal 3 Minuten vor. Und wir sehen, lol. Ist das jetzt unser Kollege, der hinter uns einfach gespawnt ist? Ah, cool eigentlich. So, Gate Equipment Center. Ich weiß ja nicht mal, wie man hier anhält, wenn ich ehrlich bin. So, 35 Minuten. Wo war denn nochmal die Klimaanlage bei den Kasten? Hier, ne? Ach genau, hier war das Klimaelement. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, merkt man, oder? Ich will auch ein bisschen Kälte hier vorne spüren. So. Wir fahren Void. Mit dem starken Motor. Haben wir jetzt doch keinen Verstärker? Ach, ich habe keine Ahnung. Soll mir jetzt auch egal sein. Dann ist der Bus halt schön voll am Ende. Ich meine, die Map, man muss ja sagen, die Map ist irgendwie so ein bisschen auch interessant, ne? Das ist mal was anderes. Ich hab Vorfahrt, du Arsch. Kollision musste man leider ausmachen, sonst kann man diese Map nicht spielen. Hä? Ich wollte gerade sagen, warum funktioniert das Ibis? Das funktioniert doch gar nicht. Achso, und ich habe VHH geschildert, weil Eigenwerbung und so. Und Eigenwerbung ist cool. Alter, ist irgendwie saulaut hier draußen, hier im Spiel. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Wir brauchen doch keine Tickets hier, oder? Dankeschön.
Einmal Kurzstrecke. Ach ja, ich kann ja nicht mit T rausgehen, weil ich das ja gerade ausgestellt habe. Das ist auch richtig schlau gelöst von Omni. Oder von den Entwicklern. Eigentlich müsste man ja hier Gelenkbusse einsetzen, ne? Ich meine, kommt natürlich drauf an. Ich weiß nicht, die Ringlinie, ob man das da braucht, aber bei großen Flugzeugen oder so gibt es ja hier auch die Linien, die eine Stunde gehen. Ich würde sagen, da braucht man schon einen Verstärker oder zwei Verstärker. Oder drei. Und. Also, oder dann halt Gelenkbusse. Na, ihr seht ja, der Bus ist jetzt gleich schon voll. Eigentlich sollte ja auch ein Verstärker mitfahren, aber der kam irgendwie nicht mit. Hallo, hallo. Boah, der Bus wird richtig warm. Kuschelig. Achso, der kommt ja aus Baujahr 2010 hier, ne? Dann müsste der hier eigentlich diese LED-Dinger haben. Hallo. Die ich eigentlich ganz geil finde, die hallo. LED-Teile. Ich könnte ja hallo. Die Textur ändern von dem Licht. Sollte ja an sich kein Problem sein. Ich glaube, bei den Euro 5er, da haben die sogar so einen drinne. Den wir neulich mal gefahren sind. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier überhaupt fahren darf, generell auf dem Flughafen. Geh mal von 50 aus. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass sie blitzen. Ich kann ja nicht wissen, dass die Straße 5 Meter höher ist als der Weg da unten. Ich wollte ja extra nicht so hart in die Kurve abbremsen. Darum habe ich mich für den eleganteren Weg entschieden. Aber das mögt ihr anscheinend auch nicht. Oder hält auch hier? Nee, halte ich hier? Warum stehen da Leute? Weiß ich nicht. Die warten wohl auf einen anderen Bus. Da fahren wir richtig. Ich meine, hier war ja kein Pfeil, ne? Also in der Theorie würde ich sagen, yes, Sir. Jetzt bin ich komplett überfragt. Nein, ja. Du rammst mich zum Glück nicht. Warte mal, ist das mein Kollege? Ne, das kann ja gar nicht. Kommt ja von ganz woanders, aber was bist du? Okay, das ist mein Kollege. Offensichtlich. Dann bin ich irgendwie anders gefahren als er. Aber man weiß ja, viele Wege führen nach Rom. Oder in Kreis, kann man auch sagen. Ich habe das Repaint übrigens ein kleines bisschen noch verbessert hier hinten. Und da eine Tür habe ich diesen komischen gelb-schwarzen Streifen weggemacht. Weil das ist auch nicht realistisch. Aber wir müssen da noch mal kurz halten, so wie es aussieht. Weil sonst schaltet der da oben nicht weiter. Aber diesen riesen Bogen zu fahren, wie mein Kollege, ist doch echt unnötig eigentlich. Kann doch einfach... Ey. Kann doch einfach links rüber und dann hat sich das. So, kurz öffnen, wieder schließen. Noch einmal ein Stück ranfahren. Eventuell sieht er das sonst nicht als Punkt. Und dann braucht man doch gar nicht diesen riesen Bogen fahren. Dann kann man doch hier einfach so machen. Dann ist man auch da. Ist doch much cleverer. Ja. Ich
fahr mal da durch. Das wird sonst nichts. Oder elegant, halbwegs elegant dran vorbei. Boah, es sieht aber schön aus hier. Schöner Wald. Naja. Direkt einen Backdrop hinsetzen, auch geil. Also ich meine, das ist zwar ein Flughafen, aber die Gestaltung ist trotz allem sehr kahl. Also eigentlich keine schöne Map. Absolut nicht. Aber gut. Soll auch nicht schön sein, das ist ein Flughafen. Er soll Leute von A nach B bringen. Und ich finde es generell cool, weil das ist mal was anderes. Nicht immer Standardlinien fahren, sondern auch mal eine Flughafenfahrt. Kann man mal machen, ne? Aussichtshügel, da sind wir ja letztes Mal hochgefahren. In der Bonusfolge. Oh, das Niveau der Folge sinkt wieder hier. Ausfall der Niveauregelung. Hä? Jetzt haben wir den doch als Kollege? Ich verstehe nichts mehr. Oder hat er jetzt eine andere Linie angenommen? Warum sollte er? Aha, Besucherexpress macht er jetzt plötzlich. Hallo. Moin. Oh, der Schinken ist echt gleich voll hier, ne? Hallo. Der ist schon voll, weil die alte kann nicht mehr einsteigen hier. Auch schön. Aber gut, gleich kommt ja der Doppeldecker, wenn er irgendwann mal da vorbeikommt. Und dann kann die Fru auch mitgenommen werden. Gut, dass wir einen guten Wendekreis haben. Ja, und ihr habt euch auch private Busse und sowas gewünscht. Das ist ein privates Repaint. Ist das auch gut? Ja, und das war eine private Kurvenfahrt. War sehr schlecht, die Kurvenfahrt. Gebe ich ja zu. Geil ist aber wirklich, auf dieser Map kann man irgendwie mit jedem Bus fahren, weil jeder Bus würde passen. Wow. Moin. Wird schneller. Uiuiuiuiuiuiuiui. Die ist aber eigentlich nicht für 80 ausgelegt, oder? Oh. Grenzwertig. Vielleicht ist 80 bei der Kurve ein bisschen schnell. Naja, gut. Ich habe nur den Vorgaben gefolgt. Das sieht sogar halbwegs schick aus hier. Ich habe auch noch ein bisschen Platz vorne. Aber ich fahre ja ganz woanders lang als er. Ja. Ach ja, die Niveauregelung ist kaputt, ne? Ja gut. So können wir normalerweise nicht mehr weiterfahren. No. Man dürften wir auch nicht, weil es rot ist. Naja. Lenken dürfte ich nicht mehr. Das ist echt ein Problem gerade. Ich muss sofort anhalten normalerweise. Wir können das ja anders lösen. I have reparated. So, jetzt geht's wieder. Ja, was war denn das eben für ein Bus? Merke ich gerade. Das war doch gar nicht der Visitor-Bus, oder? Der ist doch hinter uns. Bleib mal stehen da drüben. Du bist sowieso nicht so schnell. Oh, unser Kollege ist gleich wieder da. Noch einer? Okay, die fahren öfter. Oder auch wieder zwei hintereinander. Ja! Unsere Ringlinie ist wieder da. Der ist ja leer. Also, liebe Leute, alle die... Sorry. An alle die, die jetzt nicht mitkommen,
In ungefähr 2 Minuten ist der nächste Bus da. Macht euch keine Sorgen. Den kriegen wir schon voll. Ja, kriegen wir. Ich habe aber 2 Minuten Verfrühung. Das heißt, ich bleibe hier noch ein bisschen. Wenn wir währenddessen uns angucken, wie die Leute einsteigen in den anderen Bus. Sehr sanft gebremst. Ja, Freunde, da ist euer Bus. Na, oh, Unterdeck ist voll. Oder Oberdeck, je nachdem. Jetzt sagt mir nicht, die wollen nicht einsteigen, weil ich hier noch in der Nähe bin. Ja, lol. Oberknaller, ey. Omsi ist der Hammer. Ich wusste das. Nein, warte, ich wusste es nicht. Aber ich wette, der macht gleich die Tür einfach zu. Das wäre nämlich so typisch für Omsi-Verhältnisse. So geht's viel schneller, wenn die einfach nur reinploppen. Ja, warum steigen die denn wieder aus? Das ergibt doch gar keinen Sinn alles irgendwie. Hohohoho, der ist aber auch gemütlich voll. Scheiß die Wand an, doch. Karamba. Alter, das ist echt krass. Das gesamte Oberdeck wäre voll. Mal ebenso. Nur eine Haltestelle. Und das Geile ist ja, mein Bus ist ja auch nochmal voll. Also ich glaube, das wäre mal eine Linie für einen Doppelgelenkbus. Der würde dich doch perfekt hier machen. Oh, endlich mal kann man den mal einsetzen. Auch den Capacity kann man hier perfekt einsetzen. Wobei, der ist viel zu neu. Den würden die gar nicht einsetzen. Aber die von Holz, die verkauft die Hochbahn ja sowieso gerade alle. Das ist ja eigentlich perfekt. Kann man sagen, die haben hier am Airport einen abgekauft, ne? Warum auch nicht? Ist ja nicht unrealistisch. Ringlinie Tour 1, das heißt, wir fahren da nochmal lang. Das finde ich auch geil, dass sich die Reifen nie bewegen bei den Autos hier. Na gut, ist nicht schlimm, aber sieht nicht schön aus. Und hat auch keine Lichter, aber die funktionieren trotzdem, auch cool. Boah, ist aber eine frische Kurve hier. Ich bremse sogar voll hart schon ab. Achso, ist unser Niveau noch unten? Ja, weil der zeigt uns sowas an hier. Sonst haben wir gleich ein Problem hier. Oh. Bald kein AdBlue mehr. Aber oh, braucht man nicht. Fahren wir halt umweltunfreundlich. Ist doch Wumpe. Hell, auch geil. Warum haben die Diesel nachgekippt, aber kein AdBlue? Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Das heißt, wir haben nicht mal ein Viertel drinnen. Wie dumm ist das denn? Oh. Der Vordermann war auch nicht der Schlauste. Den Bus hat er hier. Was ist denn das eigentlich alles hier? Das wollte ich einmal. Warum auch immer, aber das war was anderes. So, wir sind voll, würde ich sagen. Ein Kollege ist schon hinter uns. Hä? Warte, was ist das denn dahinter noch? Oh, Shuttle, keine Ringlinie. Das wäre gut, wenn das noch eine Ringlinie wäre. Boah, letztes Mal mussten wir eine Stunde warten, gefühlt. Das wusste ich genau, aber heute geht's. Direkt.
Wir werden da wahrscheinlich durchfahren, weil die Kollision, wie gesagt, nicht an sind. Wow, das ist aber hoch, der Huckel. Okay, werden wir nicht. Ah, der ist ja richtig extrem, ne? Guckt euch den mal an. Boah. Alter, da kommen wir ja so gar nicht hoch. Der ist vielleicht ein bisschen hart, der Huckel. Oh, er überholt mich. Wo ist ja einer? Oh, fahr mal über den Huckel und macht ja alles kaputt. Und damit macht man sich voll den Unterboden kaputt, oder? So, wenn ich reinkommt, in ungefähr einer Minute kommt direkt der nächste Bus. Oh, er steht schon hinter uns. Und wie der Busfahrer abgeht da auf den Sitz. Einmal die Rundfahrt geradeaus. Durch die Schranke runter. Und das Haus. Das reimt sich wunderbar. Hurra. Oh Mann, wie die einfach zugeht. Okay, wenn man schneller rüberfährt, ist der Huckel gar nicht so extrem. Wir setzen auf. Nein, das tun wir nicht. Warte, fahren wir gerade bergauf? Ich kann es nicht identifizieren. Sind wir noch hochgebockt oder so? Nee, eigentlich nicht, oder? Jetzt sind wir hochgebockt. Jetzt sind wir gut. Boah, ist aber eng hier. Mit einem AGG könnte das knapp werden, aber sollte gehen. Der schlängelt sich an sich immer gut rum. Wir machen eher die Höhenunterschiede hier Angst mit dem AGG. Weil so viel Kraft hat er nicht, der Karren. Warte mal, ist das gerade ein Konvoi von 4 Bussen? Ja, ist das ein großes Flugzeug? Ja. LOL. Das ist krass. Also Großflugzeug benötigt 4 Busse. Scheiß die Wand an. Gut, dass er mir nicht die Vorfahrt nimmt. Also echt krass. Oder 3 AGGs. Wobei, wird eng, ne? Würde ja heißen 8 Solos. Fuck, ey. Ja, die brauchen gerade VHH-Fahrzeuge, weil 4 deren Doppeldecker kaputt sind. Das ist ein Problem. Und einer hat einen Unfallschaden, also 5 Busse sind momentan nicht im Einsatz. Doppeldecker. Und das ist eine Menge. Dafür brauchten die mindestens 1 bis 2 Ersatzbusse. Da haben die mich hingeschickt und noch jemanden. Ja, aber der andere war von der Hochbahn, den die hingeschickt haben. Und die AVG scheint hier immer zu fahren. Aber ich habe mehrere Busse schon von hier sehen. Tower Süd. Boah, sind aber auch Steigung und Senkung und bliblablub. Die haben mir zum Glück eine Fernbedienung gegeben, womit ich hier Schranken aufmachen kann. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. Hey.
So, wir machen mal einen Cut rein hier, 25 Minuten Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, oder wir sehen uns nicht gleich wieder, wir sehen uns beim nächsten Mail. Ja. Also haut rein. Ich glaube, wir haben uns erfolgreich verfahren. Scheiße. Okay, ich glaube, das war's mit dieser Folge. Oder sind wir hier die Rundfahrt jetzt? Rundfahrt? Nee. Ende Gelände. Wir müssen verfahren. Den werden wir nicht mehr finden, diesen Tower. Scheiße. Da ist er. Tower Süd. Fuck. Kommen wir jetzt dahin? Wir sind ja am Arsch der Welt. Ah, ich hab 'ne Idee. So, 0 km/h, zack und hops. Sehr schön. Jetzt haben wir aber kein Fairplane mehr. Aber macht nichts. Fahrplan einhalten ist ja für Lutscher. So, also tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.